Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Late Night Gaming am 3. Februar 2021. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Und nein. Mein neuer Scuf-Controller ist leider noch nicht da. Aber das ist gar kein Thema. Wir haben noch genug Zeit. Ich meine, den Scuf-Controller brauche ich eigentlich prinzipiell erst bis Freitag, wenn das FLC startet. Bis Freitag erst. Das sind jetzt noch knackige 2 Tage. Heute ist ja Mittwoch, richtig, heute ist Mittwoch, es sind noch knackige 2 Tage, das heißt, ja, Donnerstag könnte der eventuell noch kommen oder halt Freitag. Freitagabend bis 19 Uhr bräuchte ich den dann eventuell schon, weil Freitagabend 19 Uhr beginnt, wie gesagt, das Trio FNCS aus Kapitel 5, Season 5, so, Kapitel 2, Season 5, richtig, ganz genau. Das Trio FNCS beginnt nämlich am Freitag um 19 Uhr. Wie ich finde, ist übrigens eine sehr tolle Uhrzeit. Passt mir sehr gut. Was gibt's da? Die Placement Points und so weiter. Das ist ähnlich wie im Trio Cash Cup. Können wir uns gleich nochmal angucken. Ab Top 17 geht's ja, glaube ich, rund mit den Platzierungspunkten. Wird auch ziemlich sicher genauso ablaufen wie in Trio Cash Cup. Es wird nicht viel stackter sein, vor allem die Open Qualifiers nicht. Kill gibt's auch dasselbe wie in Trio Cash Cup. Prinzipiell brauchst du eigentlich Arena spielen und das ist einfach dasselbe wie ein Trio Cash Cup und wie die erste Runde vom Trio FNCS. Alles klar. Danach steigert sich das Ganze. Vier, das ist nicht die Anzahl der Wochen, wie lange ich schon auf meinen Controller warte. Vier ist die Anzahl der Runden, die es gibt in diesem FNCS. Ein Open Qualifier, dann irgendwie ein, was kommt danach? Viertelfinale, Halbfinale und dann ein Finale erst. Holy shit, also die melken die Kuh auf jeden Fall richtig. Man muss 4-mal antreten, um das Ding zu gewinnen. Das ist sehr, sehr lang, sehr, sehr viel Spielzeit. Aber gut, was willst du machen? Top 1500 Trios kommen beide in die zweite Runde. Ist ein Ziel, kann man schaffen innerhalb von 3 Wochen. Gut, heute spiele ich wie immer ganz normale Scrim-Runden. Starte ich jetzt gleich rein. Eigentlich jetzt schon. Wir haben 22 Uhr. Mix jetzt drauf. Hey, 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 hey! Aber nach einem kalten Wasser heute wieder. Ist ein sehr kaltes Wasser. Passt natürlich auch zu der kalten Jahreszeit. Und lässt mich dann auch von innen erfrieren. Sehr, sehr gute Auswahl. Schmeckt sehr gut. Okay. Der DMC, ja, das ist wirklich ein sehr schönes Auto. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Auto. Es ist mein Privatauto tatsächlich. Das ist tatsächlich mein Privatauto. Ich habe das, habe mir einfach mal so eine Kamera geschnappt. Also ich habe mir tatsächlich einfach so das iPhone geschnappt, habe mal so ein bisschen privat so mein Auto gefilmt. Und das ist dann dabei rumgekommen. Hey, das ist gut geworden. Lässt sich auch gut fahren, das Ding. Also von daher, Top-Auto kann ich dir auch nur empfehlen, so ein Ding zu kaufen. Ein ganz toller, sehr, sehr toller Wagen. Sehr, sehr toller Wagen. Wie viel PS der hat? Was hat er denn? Jemand 480, glaube ich? 480 müsste der haben, ja. Ich glaube, 480 PS hat er. Der geht schon steil. Aber ein bisschen was machen lassen, natürlich. Ja, stimmt. Ja, das ist sonst ein super Teil. Punkt. Ist ein super Teil. Super Ding. Oh ja, genau. Original hatte ich natürlich, wie gesagt, 132 nur, das weiß ich ja auch. Ich habe so ein.
Ich hätte halt, wie gesagt, ein bisschen was machen lassen. Ich habe halt einfach den Motor dann dreimal einbauen lassen. Also ich habe einfach einen Triple-Motor sozusagen drin. Ja. Und dann kommen wir auch so auf die 400, 480 dann so circa, ja. Ja, und dann nochmal eine Chipkarte rein und so, und dann passt das schon irgendwie. Also ist schon einfach drei, also dreimal den Motor, ne, so ein bisschen was ausgebaut, Hintersitze so brauchst du eh nicht, ne, Kofferraum brauchst du auch nicht. Dann habe ich nochmal zweimal einen Motor reinklatschen lassen. Genau. Ja, es läuft gut auf jeden Fall, das Ding. Maxim, herzlich willkommen, hallo. Nabit. Nabit. Oh Mann. Da sind erstmal drei Motoren drin in dem DMC. Ich fahr tatsächlich einen DMC. Hat man auch am Anfang hat man den gesehen. Den sieht man jedes Mal am Anfang. Es ist ein DMC, wie gesagt. Ne? Ein richtig schönes Auto. Mit ja, so circa 480. Der ist dann, ja. Gutes Teil, aber. Sehr gutes Teil. Ja, wenn ich dir jetzt gerade. Ja, das ist natürlich. Ich bin Jula, sowas weiß ich natürlich nicht. Da bin ich leider kein. Nicht technisch gut genug für veranlagt, um das zu wissen, wie viel Newtonmeter das Auto jetzt hat. Kann man googeln. Geht aber bestimmt. Also hoch auf jeden Fall. Sehr, sehr hoch. Die ist ganz. Also gut. Gute Newtonmeter hat das Ding. Gute. Die genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen, aber. Ja, genau, Maxim, das ist der. Ja, ja. Richtig. Das ist er. Schon wieder eine No-Skin. Warum? Ich habe einen Skin tatsächlich eigentlich aktiviert in meiner Lobby. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen jetzt. das hat er sich jetzt ausgedacht. Das ist blöd gelaufen, aber der hat so oder so eine ähnliche Bezeichnung. Also die Bezeichnung, wie gesagt, weiß ich jetzt auch nicht so genau. das ist jetzt natürlich, natürlich ärgerlich. Aber es ist. Also man hat es ja gerade gesehen. Das ist ja. Man hat es ja vorhin gesehen und es stand ja da. So. Und da mit den Bezeichnungen und so weiß ich jetzt nicht. Ne? Hauptsache der fährt gut. Gut geölt und so weiter. Ne? Reifen sind nicht viereckig. Und dann läuft das Ding schon. Hauptsache das Ding läuft einfach. Ne? Das ist natürlich, ja. Gut. Das wäre genau Nissan, ja klar. Nee, das wäre Nissan gewesen. Aber die haben auch irgendwann, also damals haben die aber auch bestimmt, glaube ich, mal miteinander auch gearbeitet. Diese zwei Firmen, und deswegen kann es auch sein, dass die sich teilweise dann überlappen auch von den Bezeichnungen. Ja, ich meine, der eine stellt für den anderen ein paar Teile her und auch umgekehrt, von daher, das ist immer so ein bisschen auch übergreifend, kann man sagen schon. Ja. Und schon wieder ist jemand genau bei der Tankstelle gelandet. Holy shit. So komisch. Und natürlich bin ich wieder derjenige, der gejagt wird. Ich fasse es nicht.
Man darf tatsächlich noch fighten aktuell. Stehe ich natürlich gar nicht drauf. Bin gar kein Freund von. Oder abknallen und so weiter. Das hier, ich bin eigentlich üblicher Typ, ich lasse die auch gerne mal in Ruhe, die Leute. Leider entgegnen mir die anderen Menschen nicht immer so freundlich. Weil die sind oft auf Krawall gebürstet und wollen tatsächlich auch mal wieder auf mich schießen. Naja. Xi, sind deine Kopfhörer kaputt oder wie kann ich das verstehen? Tatsächlich ist es scheiße, ja. Wenn Sachen kaputt gehen und man sich dann so mit billigem Krempel zufrieden geben muss. Es ist tatsächlich blöd. Ich meine, ich habe das Ganze ja jetzt seit mittlerweile 3 Wochen mit meinem kaputten Controller. Was man vielleicht, habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Der ist tatsächlich kaputt und ich muss tatsächlich dann auch jetzt weiterhin mit dem Spielen, weil der neue leider seit 3 Wochen nicht kommt. Das Spielweise ist wahrscheinlich niemandem aufgefallen. Aber da, wenn ich dann irgendwann mal den neuen haben werde, dann wird es auffallen, weil dann kann ich viel besser bauen. Ich muss mich halt komplett umgewöhnen von dem Scuff-Pedal auf die Kreistaste. Riesenumgewöhnung. Mit so einem Ramsch-Produkt möchte ich auch eigentlich nicht weiter spielen, aber ich kann es nicht ändern. Kann in Drucksituationen, wenn ich unter Druck bin, zum Beispiel nicht schnell meinen Bauplan rausholen, weil ich die Kreistaste nicht finde, weil ich es nicht gewohnt bin, da drauf zu drücken. Das ist zum Beispiel ein riesiger Nachteil davon. Na ja, gut, jetzt innerhalb von den 3 Wochen habe ich mich tatsächlich schon so langsam daran gewöhnt. Ich kann eigentlich den neuen Controller wieder abbestellen. Könnte abbestellen. Ja, das ist scheiße. Wirklich sehr, sehr großer Mist. Das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr großer Mist. Genauso wie mein Loot hier. Warum habe ich 2 graue Waffen? Die wichtigsten Waffen, Shotgun und AR, sind grau. Warum ist das so? Das waren 2 Fische, die nicht so nice sind. Alles was mit der Technik, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch ein schönes Wireless Headset hier. Oh, ich bin tatsächlich wirklich sehr zufrieden damit. Ich habe das, glaube ich, seit 2 Jahren schon im Besitz bzw. in Gebrauch. Das Gute ist bei diesem Astro, du kannst es tatsächlich auch, also wenn es leer ist, kannst du es trotzdem weiterhin nutzen und auf dem Kopf haben und dabei laden. Das ist toll, aber du hast halt dauerhaft ein Kabel. Natürlich ein bisschen nervig, aber ich lade tatsächlich immer das Headset. Also, das ist nie leer, mein Headset, weil ich das tatsächlich immer lade, wenn ich abwesend bin von hier. Das heißt, gehe ich hier weg, stecke das da rein in das Kabel und dann lädt das die ganze Nacht über und dann kann ich morgen wieder den ganzen Tag das Ding benutzen. Das ist ja von Astro sehr gut durchdacht. Ich weiß nicht, welches Headset du nutzt, Mixi, aber es ist schade, dass man das beim Laden während des Ladens nicht benutzen kann. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, das Astro A50 doch kann man tatsächlich auch benutzen beim Laden. Kann man auch einen Stecker reinstecken. Aber das hat nochmal eine andere Ladestation. Da 20 hier. Das hat gar keine Ladestation, einfach nur Kabel. Gut. Ist so ein bisschen der kleine Bruder von dem Astro 50. Soundtechnisch wahrscheinlich schon, wenn man eine deutlich krasse Stufe tiefer als das A50. Das wird nochmal qualitativ einiges mehr rausholen. Soundtechnisch, aber Studio-Kopfhörer. Also, das heißt, es gibt auch Dinger, womit man Musik machen kann. Uiuiui.
Also man kann mit einem Headset logischerweise keine Musik machen, aber das kann man dafür benutzen. Nee, das habe ich nicht. Sowas habe ich nicht, aber ich habe sehr viel AR-Muni. 120 Schuss in meinem Rucksack drin. Leider Gottes nur eine graue AR, das heißt, ich kann zwar sprayen, das bringt mir tatsächlich nicht viel. Mir ist gerade ist mir was in den Kopf gekommen. Eine graue AR unterscheidet sich von einer goldenen Scar. In dem Sinne, dass diese graue AR deutlich weniger Schaden macht an Spielern. Und so, jetzt kommt meine, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Kommt meine Vermutung oder meine, einfach nur so ein, ja. Einfach nur mal so in den Raum geworfen. Macht eine graue AR logischerweise weniger Schaden an einem Gegner. Okay. Macht aber eine graue AR auch weniger Schaden an einer Wand, wenn ich die kaputt schieße. Müsste man eigentlich, nach 3 Jahren Fortnite, müsste man das eigentlich wissen. Ich weiß es tatsächlich aber nicht. Macht eine graue AR auch weniger Schaden an der Wand, die da platziert ist? Ich glaube tatsächlich nicht. Das wäre ja blöd. Oder? Das ist schon blöd, ja? Oh. Macht die weniger Schaden an der Wand als das Gar? Was macht der hier? Weniger Schaden an der Wand als das Gar. Ich meine, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber es kann sein, es kann aber auch tatsächlich nicht sein. Alles offen. Na gut, im Prinzip ist mir eigentlich auch scheißegal. Ich habe es mir gerade einfach nur so eingefallen und ich wollte einfach mal in den Raum werfen. Also denk mal, Studio-Kopfhörer sowohl als aber auch das Astro A50 hat einen höheren Frequenzbereich, so heißt das Ganze. Okay. Das heißt, man kann mehr hören. Ich höre ehrlich so schon sehr viel hier. Aber tatsächlich glaube ich, im Bereich des Gamings ist es wirklich ganz gut. Und Fortnite hat jetzt an sich kein gutes Audiosystem, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war früher mal besser. Das haben die wirklich schlechter gemacht. Aber in anderen Spielen, glaube ich, kann das dann doch wirklich schon einen Riesenunterschied machen, ob man jetzt irgendwelche billigen Kopfhörer nutzt für 20 Euro oder dann wirklich fettiges Headset, Studio-Headset oder was weiß ich, um mehr zu hören. Du hörst Gegner besser, die in der Nähe sind, die sich irgendwo verstecken, du hörst besser, aus welcher Richtung die kommen und so weiter und so fort. Ja. Wird schon viel bringen. Ich glaube, aber wie gesagt, für das Spiel Fortnite, es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die einfach nur mit Apple In-Ear-Kopfhörer spielen oder sowas. Und die spielen und hören, glaube ich, tatsächlich genauso gut. Spielen und hören tatsächlich genauso gut wie ich mit meinem halbwegs guten Headset. Weil vorne halt einfach ein schlechtes Audiosystem hat. Ja, so ist es. Wildige Otter, herzlich willkommen. Moment. Warum schießt ihr? Mixi, ich glaube an der Auszahlung war ich ein bisschen zumindest daran beteiligt, oder? Ich glaube, da habe ich ein bisschen was eingekauft. Bin mir ziemlich sicher. Ich hatte ja über die gesamten Jahre, die du ja diesen Podcast schon hast, habe ich ja immer kontinuierlich auch deinen Code drin gehabt und immer auch über deinen Code gekauft. Von daher, ich denke mal, $50 habe ich davon allein schon eingebracht.
Aber es hat ihr gegönnt. Kontinuierlich. Immer. Ich habe immer. Immer. Ich habe immer deinen Code drin gehabt. Immer. Ja. Ich habe mir einen Wecker gestellt. Ich habe es mir im Kalender eingekreuzt. Jetzt sind die 2 Wochen vorbei. Create a Code neu eintragen. Habe ich natürlich direkt gemacht. Das ist. Logisch. Was, warum guckt er guckt auf mich? Wo ist er? Mein Audio ist ultra delayed. Das ist richtig, das ist ein richtiger Much. Warum ist das Audio so delayed? Oh. Oh, guter Snipe. Guter Snipe. Oder? Das war wirklich ein guter Snipe. Achso, Epic hat den Creator Code wieder. Das ist schade. Was hast du gemacht? Online-Casino gespielt oder was? Hey, die fahren hier rum, hä? Bitte jetzt. Ich weiß nicht genau, wie ich hier rein rotieren soll. Holy shit. Wie komme ich an den? Kann damit direkt einen Headshot geben. Holy shit. Also es ist extrem laggy. Ist es das? Es ist extrem laggy, ja, richtig. Vollkommen korrekt. Es ist extrem laggy. Nice, er hat das Bounce-Pad gut geschossen. Glückwunsch. Es ist extrem laggy.
Sehr, sehr komisch. Lobby ist halt nicht mehr Steak, ich habe trotzdem einfach 100 FPS. Trotz des eigentlich wirklich richtig tollen Performance-Modus. Geht da wieder nur jemanden an. Ich glaube, ich muss gar nicht so weit oben. Das ist recht. Weil ich weiß, was ich bis jetzt in dieser Runde gemacht habe, ich bin eigentlich immer nur weggegangen, habe eine weitere Box gebaut und so weiter und so fort. Ich habe bis jetzt tatsächlich noch nicht auf die ich so will gemacht hier. Ich habe gut ganz, ganz viele Leute angesniped auch. Ich habe aber vor allen Dingen eigentlich ganz viel Metz verbraten. Das ist das Hauptziel, was ich in dieser Runde hier bisher gemacht habe. Ganz, ganz viele Metz verbraten. Und da unten werden ganz, ganz viele Metz hier aus schon. Ich muss jetzt gleich ziemlich sicher auf einen Kill gehen. Probieren auf einen Kill zu gehen, weil ich keine Metz mehr habe. Oder ich gehe einfach in diesen Tunnel da rein. Okay, das heißt, ja, wie move ich jetzt? Keine Ahnung.
4 HP, was hat er mir für einen Hit gegeben? Ein 140er Headshot oder was? Klar, er sitzt unter der Cone und gibt mir einfach einen 140er Headshot. Tatsächlich hätte ich sehr gerne das Bounce Pad geused. Da wäre ich nämlich unten gewesen und hätte da auch nicht mehr viel machen können, weil ich jetzt immer noch keine Metz gehabt hätte. Ach, Mann. Ich habe so viele Leute angesniped in dieser Scheißrunde. Ich habe keinen Kill bekommen. Ja, gut. Let's machen. Eine Sache ist mir gerade eingefallen. Ich habe mir privat das schon mal angeguckt, wie diese Platzierungspunkte sind im Trio für NCS am kommenden Freitag. Und das sieht ja erstmal alles ganz toll aus. Top 17, 16, runter bis zur Top 4 gibt es immer wieder einen Punkt pro Platzierung. Dann steigert sich das Ganze. Top 3, 2, Top 2, 4 und der Sieg 5. Tolle Sache, alles gut, alles weiter. So, hier sind dann die 1500 Teams mit dabei am Samstag um 15 Uhr. Platzierungspunkte-System ist natürlich dasselbe. Und jetzt muss ich das Ganze kurz abbrechen, weil ich sagen wollte, weil ich den nächsten Code wieder eingeben muss. Ja, Moment, ich geh sofort weiter. So. Also, am Samstag geht es dann weiter um 15 Uhr. Das sind die Top 1500 besten Teams aus dem Freitagabend Qualifier. Platzierungspunkte sind gleich. Alles gleich, alles gleich. So, dann geht es weiter ins Halbfinale. Das ist dann Samstagabend, 19 Uhr. Platzierungspunkte sind gleich. Platzierungspunkte sind gleich. Alles hier, ne? Top 17, ab Top 3 wieder 2 und so weiter und so fort. Alles gleich, alles gleich. So, dann gucken wir. Da kommen wir drauf. Das hier ist das Finale. Das findet dann am Sonntag statt. Finale. Warte mal. Alles gleich. Ah, Top 4 wieder. Hä, aber warum kriegt die Top 3 6 Punkte? Und für Top 2 gibt es wiederum leider nur 5 Punkte. Also welcher Mitarbeiter bei Epic Games, die saßen da ja ziemlich sicher in einer Videokonferenz online. Die saßen in einer Online-Konferenz. Da waren so ganz, ganz viele Leute. Hier war einer hier, ne? Man sieht das Gesichter von denen. Die waren da mit 20 Leuten drin in der Konferenz. Und einer kommt auf die grandiose Idee und sagt, stopp, Leute, stopp! Mal bitte Ruhe hier. Stopp. Jux, stopp. Ich habe eine grandiose Idee. Jungs, wir machen ja wieder 4 Runden. Ja? Jungs, wir machen 4 Runden. Und jetzt kommt's. Im Finale. Ja, also wir machen die Platzierungspunkte alle gleich. Aber jetzt, Jungs, pass auf. Im Finale machen wir die Top 3. Die Top 3 Platzierungspunkte bekommt man 6 Punkte. Und für den zweiten und für den Win nur 5. Jungs, das ist's, oder? Machen wir das. Und die anderen klatschen und sind am Feiern. Die finden das richtig, richtig gut. So wird's abgelaufen sein in der Online-Konferenz bei Epic Games. Das ist ein bisschen weird, dass der dritte, wenn man bis zum dritten Platz kommt, dass der etwas mehr an Platzierungspunkte bekommt als der zweite. Also eigentlich sollte sich das kontinuierlich steigern und gut, egal. Das Finale werde ich sowieso nicht spielen, von daher ist mir das relativ egal. Es ist halt ein bisschen komisch. Ist wirklich ein bisschen komisch. Ist schon ein bisschen komisch. Alter, es ist schon wieder rausgegangen hier. Warum? Also, mit Spaß gemacht gerade.
Warum geht diese Einstellung? Die gibt es ja hier noch. Warum geht die nicht bei mir? Bei anderen auch nicht. Es gibt auch andere Leute, die dasselbe Problem haben. Bei anderen geht es auch nicht. Warum? Warum ist das so? Ich hab schon wieder ein neues genommen, ne? War doch ärgerlich. Das war ärgerlich. Ich lande jetzt. Komm hier mal mit. Oh, da geht zwei hinten zu diesem wirklich, wirklich schlechten Ort. Zu diesem wirklich schlechten Landing Spot. Da gehen einfach zwei Leute hin. Hä, wie nice. Wow, echt cool. Also das ist eine Hausnummer. Also ich würde da hinten tatsächlich richtig ungern landen. Prinzipiell könnte ich auch da hinten landen. Flaptrap mitnehmen und dann meine Runden hier ziehen. Das mache ich aber nicht, weil da vorne einfach nichts liegt. Da liegt maximal eine graue Pistole. Und dann war es das Ganze. So, das Flaptrap ist auch weg. Das heißt, derjenige, der da hinten überlebt, falls es einen Sieger gibt, der hat auch seinen sicheren Slurptruck nicht. Weil ich den jetzt habe. Tut mir natürlich leid für ihn. Aber ist schön für mich. Wieder das Mod. Kann man machen bei ihm. Gibt's hier. Hallo? Es ist wieder jemand bei der Tankstelle gelandet. Okay. Ich weiß es nicht, was es bei dieser Tankstelle gibt. Ich steig da nicht durch. Da gibt es nichts. Ja, da gibt es Pilze. Gut, okay. Hey, du kannst dir den Ranzen vollhauen mit Pilzen. Muss aber aufpassen. Manche sind auch giftig. Illis, Kohl. Gibt's da alles. Alles tolle, gesunde Sachen, aber. Ja. Seit wann droppen da keine Goldbarren mehr raus? Moment, ich kann mir die Frage selber beantworten. Seit dem gestrigen Update droppen dort keine Goldbarren mehr raus. Und das finde ich verjährt. Was ist das jetzt hier? Seit dem gestrigen Update gibt es keine Goldbarren mehr daraus. Und da stellt sich jetzt die Frage, warum? Das war doch immer. Das ist eine Waschmaschine, Gold kommt, ist ganz normal. Ich weiß nicht, warum Epic Games da wieder eigene Sachen einfüllen muss. So.
die beschissene Loot. Der Loot ist richtig, richtig schlecht. Ist richtig schlecht. Oh, ich schieße an die Knacke. Oh Mann. Das ist er jetzt hier. Das ist er jetzt. Der Loot. Das war's. Hier gibt's nichts mehr. Ja. Machen wir sie gern. Ja, durch die. Ja, hier ist auch gut. Aber mäßig. Oh. Ach, Mann. Hallo, gibt es dir bitte auch mal irgendwo ein paar Minis? Oder ein bisschen was zu healen? Geh doch jetzt hier nicht raus mit nichts. Das ist doch mega peinlich. Mit nichts. Und wirklich gar nicht an Blue Life. Ich muss schneller sein als der da. Dann krieg ich gleich die God-Chest noch und. Andere Sachen, wie zum Beispiel das Haus da links. Oh Mann. Ja, hammermäßig. Sehr gut. Sauber. Gut, jetzt wird es natürlich schwierig, noch irgendwo Blue Life zu finden. Jetzt wird es richtig schwierig. Ich kann natürlich mein Glück in Soul Die Towers probieren. Aber da werde ich auch nichts finden. Das weiß ich jetzt. Das war's auch. Was ist mit dem Sound los? Guck mal, der ist ja da, was ist. Ist ja ultra delayed. Okay. Sound ist so ein bisschen. Der hat so eine leichte Verzögerung drin. Ist natürlich jetzt nicht so cool. Spiele ich nicht so gerne mit. Bitte einfach normal wie immer. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, Auto zu fahren in Fortnite, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht einfach. Ich weiß nicht, was da los ist, aber dieses Auto, das spinnt. Das Auto, das spinnt, das fährt komisch. Das ist kein Auto mehr. Das ist ein Schlitten oder so, ich weiß nicht. Warum schießen denn jetzt hier alle?
Hitte doch bitte was. Holy shit, dafür, dass er mich gehittet hat, kann doch der Bloom bitte dann auch mal, ne? Vollidiot. Ich hab doch schon so wenig. Jetzt hab ich noch weniger. Nein, der war da doch schon. Nein, war er nicht. Doch, war er. Entspannt. Sehr, sehr gut. Nein. Ja. Ach Gott. Scheiß drauf. Das ist mir jetzt hier zu blöd. Das ist auch keine gute Runde. Das ist eine wirklich schreckliche Runde. Ich mag diese Runde überhaupt nicht. Ich habe zwar ein komplett blaues Loaded, aber die Runde ist trotzdem sehr, 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 sehr schlimm. Und das finde ich nicht schön. Ich will auch nicht erfolgreich enden. Es will nicht erfolgreich zu Ende gehen hier diese Runde. Kann bitte das Haar hier, kann man das abschneiden oder so? Das nervt, das hängt mir im Auge. Ich werde in Misty Meadows probieren jetzt einfach zu replacen, ein Haus zu replacen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Boah. Genau. Okay, man darf jetzt gleich fighten, man darf jetzt gleich aufeinander schießen. Ich muss tatsächlich in dieser Runde wirklich probieren, so wenig Schaden wie möglich zu bekommen. Auch wenn mir das immer wieder sehr, sehr schwer fällt, weil ich bekomme halt einfach den Schaden, den ich bekomme. Also ich pieke sehr oft, mache auch teilweise guten Schaden, aber ich bekomme auch teilweise viel zu viel Schaden. Und das muss ich in dieser Runde bitte ganz, ganz dringend einfach sein lassen. Weird, hätte ich haben können. Ja, ein besseres Headset gehabt. Ja, ich glaube, das wäre es gewesen. Ist nicht meins?
Okay. Laggy, ich weiß es nicht wieso. PC ist extrem überfordert mit dieser Situation hier. Er kommt damit einfach nicht klar. Von hier hinten nicht noch jemand reingemobbt? Das ist ein Hirschkopf. Oh, schon wieder. Ich weiß nicht, wer hier das hier placed, aber jemand placed die ganze Zeit irgendwelche Sachen hier in meinen Buildings. Keine Ahnung, das kann eigentlich gar nicht sein, aber trotzdem macht er das. Ich muss gehen. Ja, ich könnte Biggie nehmen, tatsächlich. Ich gucke, wo die nächste Zone ist. Ah, oh, da bin ich wohl drin. Was ich lieber hätte, wäre ein Kill. Ja. Ja, natürlich lieber ein Kill. Dann müsste ich jetzt hier auch keinen Biggie trinken. Genau, das meinte ich. Ha, ich habe keine Ahnung, wie ich darüber laufen soll. Ich laufe jetzt einfach. Ah, ganz genau.
Jedes Mal, ich weiß nicht wieso das, aber ich sterbe ganz, ganz oft durch solche Situationen. Ich verstehe es selber nicht. Wie das einfach, wie ich jedes Mal in so eine Situation komme. Ich komme jedes Mal in so eine Situation. Holy shit. Sehr, sehr nice. Ah, ja. Gut, 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 gut. Verstehe es nicht, holy shit. Ich habe einfach nur, ja. Natürlich, ich mache ganz viele Wände auf. Ich gucke oft, wo man Gegner anschießen kann und so weiter. Natürlich verbirgt sich dann dahinter auch die Gefahr, dass ein Gegner halt eben so in der Cone sitzt. Und man dann halt da eben an den Gegner stirbt, weil dieser Überraschungseffekt kam. Allerdings. Der Gegner kam aus der Cone, ich habe ihn gesehen, ich habe eigentlich sogar den ersten Shot, aber wir haben ziemlich gleichzeitig geschossen, weiß ich jetzt auch nicht, das möchte ich mir nämlich nochmal angucken. Ich meine, wir hätten ziemlich gleichzeitig geschossen, war auch 104er Hit, aber er hat, was gemacht, dreimal mit der Tech einfach zugeschlagen oder was. Oder mich mir zwei Headshots mit der Tech gegeben, weiß ich nicht, ein Headshot oder mal ein Hit. Auf jeden Fall war es ein Two-Tech. Yep, warum ich da zumache und nicht weiter raus spray, weiß ich auch nicht so genau. Ist wirklich nicht so schlau. Da unten ist einer, da oben ist einer. Nur natürlich hinter mir in der Cone. Er hat nur 150 HP. Okay, er hat mir den ersten nicht gegeben. Er hatte sogar nur 150 HP. Ihn zweimal mit der AR nur noch zweimal mit der AR hitten müssen, dann wäre er auch tot gewesen. Aber die Tech schießt halt schneller, wenn das klar. Die Tech schießt natürlich logischerweise schneller. Gut, ich würde gerne das einmal stoppen. Ich würde gerne Ein Underground Lil Peep Song, den würde ich jetzt gerne musikalisch auf meine Ohren drücken. Und zwar heißt dieser Song Never Eat, Never Sleep. Sehr, sehr guter Song von Lil Peep. Und in der Zeit warte ich einfach auf die letzte Scrim-Runde des heutigen Abends. Viel Spaß mit Lil Peep. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich bin jetzt weg. Blood on my teeth, don't be walking down the street. I'll be in the dark, white bitch, you never eat. I'll be in the dark, white bitch, you never sleep. Pull up in a park and these bitches look at me. Look at Pete. Brick walls, ain't nobody getting in now. Fake friends, they don't wanna see me win now. Deep water, they don't wanna see me swim now. Water on my wrist, castle for my bitch now. Yeah. Dropped out of school, but that money coming in. My mouth full of jewels, she like it when I grin. Tracy the Prince, sipping champagne inside of the lift. My castle big, I'm sorry girl, but you can't come in. Lil P, why do they hate? My bitch so bad, told that bitch to behave. I run it up,
all they do is talk. Please get off my balls. Brick walls, ain't nobody getting in now. The moon's out, I feel like myself again now. Fuck you, fuck her and fuck them. If I die today, you would try to fuck my bitch. Brick walls, ain't nobody getting in now. The moon's out, I feel like myself again now. Fuck you, fuck her and fuck them. If I die today, you would try to fuck my bitch. But on my teeth, don't be walking down the street. I'll be in the dark, white bitch, you never eat. I'll be in the dark, white bitch, you never sleep. Pull up in a park and these bitches look at me, look at Pete. Brick walls, ain't nobody getting in now. Fake friends, they don't wanna see me win now. Deep water, they don't wanna see me swim now. Water on my wrist, castle full of bitch now. Brick walls, ain't nobody getting in now. Fake friends, they don't wanna see me win now. Deep water, they don't wanna see me swim now. Water on my wrist, castle full of bitch now. Yeah, sehr guter Song von Lil Peep, Never Eat, Never Sleep. Das sind teilweise so Lieder, die, wie soll man sagen, die ganz wenig, leider Gottes, nur bekannt sind. Es gibt noch ganz, ganz viele Lieder von Lil Peep, nicht auf Spotify, sondern nur auf YouTube. Die sind nicht alle gestern rausgekommen. Die gibt es auch schon seit 2, 3, 4, 5 Jahren. Allerdings weiß ich nicht wieso, aber die haben es leider nie zu so einem Bekanntheitsgrad geschafft, wie zum Beispiel Benstruck, Save That Shit oder Star Shopping. Solche Sachen gibt es natürlich auch auf Spotify. Das Lied, was gerade kam, zum Beispiel, leider Gottes nicht. Könnte aber irgendwann soweit sein und das würde mich dann freuen. Weiß ich auch. Ist mir egal, ich habe es ja sowieso schon runtergeladen auf PC. Mir ist es egal. Ich hab das. Ich hab das Dieter. Mir ist es egal. Mir ist das egal. Aber wenn man das zum Beispiel auf Spotify packt, so ein Lied, da gibt es ja auch eine bestimmte Centanzahl. 1 Cent pro Stream oder so. Zum Beispiel. Und da kann man natürlich damit auch mehr Geld verdienen als auf YouTube. Also jetzt für das Management von Lil Peep. Ich weiß nicht, wer das macht. Vielleicht die Mutter? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. So, ich habe jetzt die ersten 2 Runden leider Gottes ein No-Skin spielen müssen. Warum weiß ich leider Gottes nicht. Vielleicht ist das Spiel sich zu fallen einfach. Diesen Skin, den ich hier gerade aktiviert habe, wirklich dann auch zu laden. Kann gut sein. Ich würde den gerne jetzt einfach spielen. Diesen Skin spielen. Und keinen No-Skin. Ja. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ob ich jetzt wirklich einen Skin habe oder tatsächlich wieder nur die ganz normale Standardplöre. Stellt Verbindung her, dass. Da oben steht's. Das stand da noch nie. Sonst steht da immer Verbindung wird hergestellt. Punkt, Punkt, Punkt. Aber nicht stellt Verbindung her. Das ist was Neues. Das ist was anderes. Das haben die auch im Update gestern gefixt. Also war auf jeden Fall ein gutes Update, was da gestern rauskam. Sehr, sehr nice. Und ich hab einen No-Skill. Sehr, sehr nice. Gut, letzte Runde. Bin jetzt gestartet. Ich geh jetzt ran.
ja, genau da will ich landen. Auf der grauen Pistole. Bitte, eine graue Pistole. Komm schon. Hui. Hier ist schon besserer Loot als in der gesamten letzten Runde. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. Es ist jetzt schon besserer Loot als in der gesamten letzten Runde. Sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich. Was? Was ist er für ein fucking Idiot? Was bist du für ein Idiot? Ich hab... Ich habe dir die weiße Fahne geschwenkt. Ich habe dir angeboten, mit mir den Slurp Truck gemeinsam zu nehmen. Wir hätten beide mit 200 AP rausgehen können aus dieser Scrim-Runde und bestimmt noch sehr viel Spaß haben können. Was hat er nicht gedacht? Ne. Ne. Der steht da so dämlich rum. Der wird abgeknallt. Ah, das ist gut. Guter Ansatz, aber leider Gottes in dieser Runde der falsche Ansatz. Oh Mann, ey. Das ist so wie ich jedes Mal trotzdem versuchst, nett zu den Gegner zu sein und mich jedes Mal denke, ja komm, wir können auch jetzt eigentlich auch zusammen den Slurp-Truck nehmen und so weiter. Und dachte natürlich logischerweise, dass ich keine Waffe habe. Okay, cool. Also ist irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich dann auch nicht mehr nett bin. Dann bin ich einfach mal der Erste, der schießt. Ist mir doch egal. Ich sollte es einfach genauso machen. Jedes Mal als Erstes auf die Leute schießen. Und nicht noch nett sein. Ich schwingen. Sollte man einfach nicht machen. Cool, ne? Ich überlege gerade tatsächlich Pistole mal zu spielen. Noch habe ich ja eh. Pistole ist. Ich führe erstmal meinen ersten Satz zu Ende. Noch habe ich hier eh genug Platz für Pistole und AR. Werde ich natürlich logischerweise nicht beides in einem Inventar spielen, das wäre richtig dumm. Allerdings, wenn ich genug Mini-Munition finde, werde ich tatsächlich einfach Pistole und Shotgun spielen. Weil das ist eine Kombination. Habe ich bisher nicht oft gespielt, aber vor allem die Lila-Pistole ist mir in letzter Zeit bei vielen anderen Leuten sehr positiv aufgefallen. Die klappt sehr, sehr gut. Heißt nicht, dass es bei mir auch gut klappt, auf gar keinen Fall. Aber ausprobieren kann man das Ganze mal. Und ich glaube auch, dass man mit einer Pistole im Late Game, damit ist man so ein bisschen handlicher als mit einer, sagen wir mal, grauen, vor allem nur eine graue AR. Ekelhaft. Ja. Ist man ein bisschen handlicher mit, glaube ich. So eine Pistole im Late Game. Natürlich kannst du nicht auf Range. Kannst du keine Hits verteilen. Nee, das geht nicht. Das ist ziemlich doll ausgeschlossen. Ja, ich bin dumm. Ich hätte natürlich hier. Egal, habe ich vorhin halt ein Mini genommen. Ja. Doch, mit 160 Schuss, genau das werde ich mal. Eine Sniper brauche ich natürlich noch. Eine Sniper brauche ich natürlich jetzt noch, damit ich das Ganze auch so ein bisschen abrunden kann. Eine MP brauche ich. Eine MP wäre jetzt dumm. Genau, da ist die Sniper, die ich wollte. Genau so. Joll. So spiele ich das jetzt einfach mal in der Runde. Sehr gerne. Einfach mal testen. Pistole, ne, vor allen Dingen eine lilane Pistole, also jetzt generell graue Pistole findet man ganz häufig, aber eine lilane Pistole, die findet man auch nicht so oft. Eine Seltenheit.
das mal hat. Brick walls, ain't nobody getting in now. Hier scheint schon sehr, sehr viel gelootet zu sein. Respekt. Ich würde gerne eine Tech. Ich hätte bitte gerne eine Tech. Ich möchte nicht nochmal mit der Shotgun spielen. War gar nicht, das ging gar nicht mal so gut zu Ende vorhin. War es so gut zu Ende. Oh, nee. Ich bin wieder attacked. Tatsächlich ist diese Waffe gut, wenn man ganz, ganz nah an dem Gegner dran steht. Und was macht? Ja, einen Headshot gibt. Also den auf den Kopf schießt. Dann ist die Waffe wirklich gut. Das ist eine Top-Waffe. Dann ist es ganz schön schwierig, auf den Kopf immer zu zielen. Schon schwierig. Dann nur in grün. Gut, ich gehe noch eine Runde fischen, wenn da noch was zu fischen ist. Sonst weiß ich auch nicht, was ich mal mittig reinsetze in die Zone, wie immer. Bisschen Brick fahren und so weiter und so fort. Ganz standardmäßig. Hat man tatsächlich immer mehr Mini-Munition als AR-Muni? In den meisten Fällen ja, ne? In den meisten Fällen glaube ich ja. Mini-Munition findet man ein bisschen öfter und ich glaube auch in der Menge findet man mehr. Hm. 200 Schuss, das ist wirklich okay. Ein. Dann gehe ich wieder. Ja, jetzt will ich natürlich ganz, ganz viel Eiermuni auf einmal. Ich schon 160 Schuss wieder dabei. Ärgerlich. Wo gibt's denn hier noch Brick? Ich brauche Stein, ganz viel Stein. Nein, schöne Stein. Nein, der Stein. Auch ganz, ganz ehrlich, ich brauche 250 Steine. Warum habe ich das nicht gefarmt? Da vorne. Da gab es doch Steine, oder nicht? Ich habe es nicht gefarmt, weil... da war doch nicht so viel Stein. Blauer Tech brauche ich. Her damit. Krasser Loot. Ganz starker Loot. Keine Kiste. Mir egal. Ich weiß gar nicht, warum hat sich der Kollege da vorne dem Wasser eingebaut. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, der muss so weit gleich, also die Zone kann natürlich sein, dass sie da ist. Kann aber auch eher nicht sein, dass sie da ist. Muss ja ganz, ganz weit laufen. Durch ganz viele Leute muss da durchlaufen. Das ist nicht so cool. Würde ich nicht empfehlen. Der Spot hier. Möchte ich bleiben. Anna? Ja, komm.
Bau doch lieber einfach höher, anstatt dass du zwei Boxen baust. Ist doch viel schlauer, oder nicht? Wie jetzt hier für die zweite Box verbaut hat. Die hätte er noch nach oben bauen können. Ich glaube, in diesem Late Game spielen zwei Sachen immer wieder mit rein. Einmal, nicht der Ping. Einmal, die recht niedrigen FPS-Zahlen. Das zweite ist aber auch der Input-Delay, glaube ich. Nicht nur glaube ich, sondern ziemlich sicher der Input-Delay. Das spielt ja auch nochmal gut mit. Ein Input-Delay kann man ganz gut vernehmen. Und beim Abbauen. Da hat einfach der Sound fast eine Sekunde später reagiert erst. Der Sound war sehr, sehr asynchron beim Abbauen und ja, ich weiß nicht, ob das auch der Delay ist vom Controller so, aber könnte ich mir schon vorstellen. Da sind Loot-Drops in meiner Nähe, ne? Wo kommen die runter? Ach, warum? Ich sehe es nicht. Wo sind die Loot-Drops? Da und da. Okay. Oh, weiß ich doch Bescheid. Werde ich keinen von bekommen, von den Drops. Keinen. Okay, cool. Also er hat tatsächlich jetzt tatsächlich eine Bounce-Pad geused, um dahin zu kommen. Also das ist eine krasse Leistung. Er hat tatsächlich eine Bounce-Pad geused, um zum Blutdruck zu kommen. Stimmt. Oh, ich bin wieder mittig drin. So hell, das ist so toll. Ich muss mich einfach nicht bewegen. Echt klasse. Richtig schön.
Ich hab die Taste gedrückt zum Editieren. Oh. Ja, ganz genau. Ich wollte gegen meine eigene Wand snipen. Ja, weil ich es witzig finde. Aber nur, weil ich es witzig finde. Warum leckt da also die Leute, die im Sand rotieren, warum leggen die so? Also die Leute leggen nicht, sondern es sieht halt einfach so aus. Sieht halt einfach sehr komisch aus. Die Leute, die im Sand rotieren, ist noch ein Konzept, muss man irgendwie noch ein bisschen bearbeiten. Kannst du die ja nicht anschießen. Die beamen sich ja alle fünf, ja, keine Ahnung. Jeden Meter beamen die sich. Wie nach vorne ist, es sieht ganz, ganz komisch aus. Vor allem nicht. Überarbeitungswürdig irgendwo. Niemand hat auf. Er wird angeschossen. Yep. Sollte eigentlich einen besseren Blue haben. Als eine AR zum Beispiel. Das war auch mein Hintergedanke, warum ich die Pistole mitgenommen habe. Den besseren Blue. Hey. Holy shit, Digga. Ich kann dagegen nichts bauen. Das geht nicht. Ich kann da nichts gegen bauen, Jungs. Soll ich machen? Holy shit. Es ist so, als leben nur 35 Leute. Es ist laggy. Ich kann da nichts gegen machen. Also ich... Ja, natürlich. Laufe ich da auf und fliege über die Zone. Was soll ich tun? Ich habe meinen Bauplan raus. Ich probiere zu bauen. Ja. Geht nicht. Schade, schade. Tschüss. Was soll ich machen? Was soll ich machen dagegen? Das ist nicht echt, ey. Ja, nichts gegen machen. Das nervt mich krass. Also, das hat auch nichts mit dem Controller zu tun. Leider Gottes wird das Ganze genauso, auch wenn ich mal einen neuen Controller habe, genauso weitergehen. Neuen PC. Neuen PC. Nein, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist rübergehen und Shop haben wir uns angeguckt. Streamer für CS habe ich mir auch angeguckt. Ich mache jetzt nichts mehr. Außer rüber. Ich gehe da jetzt hin. Und sag dann nochmal Tschüss. Tschüss. Ja. Genau. So, heute ist Mittwoch, ne? Genau, deswegen. Also heute ist Mittwoch und dann ist morgen Donnerstag und dann bin ich auch morgen nochmal da um 22 Uhr mit weiterhin kaputten Controller und Scrimrun vielleicht wieder. Sehr wahrscheinlich sogar. Ansonsten kann ich heute nicht viel sagen. Vielen Dank fürs dabei sein. Ciao, tschüss, schönen Abend noch. Bis morgen Abend. Tschüss, man sieht sich. Aber auch nicht.